die Freizeit habe ich halt zurückgeschraubt und Mist. Ich bin bei den Arbeiten, da im Betrieb. Außerhalb von der Arbeitszeit bin ich bei Trainier. Ich konzentriere mich eigentlich zur Zeit lang mehr auf die Weltmeisterschaft. Der Manuel ist sehr fleißig, er tut auch daheim ziemlich probieren für Sachen, wenn sie nicht gelingen, nehmen wir neu machen und so weiter. Der Manuel ist ganz gut mit Maschinen zu arbeiten. Ich glaube, haben wir noch ein bisschen zu feilen dran, was die Genauigkeit, die Präzision anbelangt. Das Kasteln muss ganz genau gemacht werden, laut Zeichnung. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb in der vierten Generation und erhoffen uns natürlich durch die Teilnahme unserer Mitarbeiter, dass wir vielleicht ein paar tolle neue Mitarbeiter dazu gewinnen können. Mit der Erfahrung, was man da mitnimmt, hat die in nächster Zeit vor, auch selber einen Betrieb aufzumachen. Das ist wirklich eine große Freude, dass er da hingeht. Und wir dienen natürlich alle Details von mit Manuel, dass er gut ausschneidet bei der Sache. Meine Stärke liegt darin, dass ich an ein grosses Ziel glaube und die kleinen Ziele dafür auf dieselben Art zu denken, dieselben zu machen und wirklich aufs größte Ziel hinzuarbeiten.